Hallo Fensterfreunde der Vienna zu einem Plauderstündchen Spezial. Heute hier in dieser wunderschönen Landschaft hier in Döbling möchte ich gerne die letzte Saison, die Saison in der zweiten Wiener Landesliga 2018-2019 Revue passieren lassen. Naja, wie hat es angefangen? Es war doch die erwartete Härte, die wir da schon beim ersten Match gegen Siemens Großfeld erlebt haben. Wir waren natürlich erfolgsverwöhnt aus der Frühjahrssaison, wo wir auch schon in der zweiten Wiener Landesliga spielen mussten. Und ja, so ein lockerer Durchlauf, da ist uns schon ein bisschen die Zweifel gekommen. Aber wer soll's? Gut gematcht. Leider Gottes ging es dann nicht viel besser weiter. Nämlich dann kam das Simmering-Match und da kam es eben zu dem fehlenden Spieler am Blankett und ich muss ganz ehrlich sagen, Fehler können passieren. Ja, sind wir uns ganz ehrlich, jeden von uns ist schon mal irgendwas schief gegangen und dann war man froh, wenn die Konsequenzen nicht allzu hart waren. Aber in dem Fall war es natürlich ärgerlich, weil Siemens natürlich auch eine starke Mannschaft ist und wie sich gezeigt haben, natürlich auch ein Titelkandidat war. Aber wie gesagt, kann passieren und wir haben das Beste daraus gemacht. Leider Gottes nicht in der Herbstrunde. Sind wir uns ganz ehrlich, das war ein bisschen holprig, die ganze Aktion. Unentschieden, dann auch noch eine Niederlage, mit Glück noch am zweiten Platz überwintert. Da hat sich einiges ändern müssen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, sehr hart von den Wiener Fans, die Linker rausrufe beim Stadt-Lau-Match. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, war schwieriges Material, sind wir uns ganz ehrlich. Ja. Es war viel Umstellung und es hat leider Gottes auch meiner Ansicht nach die Transparenz vom Verein aus zu den Fans gefehlt. Deswegen kam es auch zu vielen Missverständnissen. Nicht nur die Geschichte mit dem Blankett, wo es dann auch viel emotionale Ausbrüche gegeben hat, muss man ganz ehrlich sagen, wie sich dann später im Frühjahr, also noch im Winter, aber in Richtung Frühjahr, bei diesem VIP-Abend auf der Hohen Warte gezeigt hat. Diesen Abend fand ich sehr gut. Mir haben ein bisschen die Wiener Fangruppen gefehlt, vor allem junge Fans haben gefehlt, die sich hier einbringen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist eine Gelegenheit und die solltet ihr wahrnehmen. Wenn der Verein schon so einen Infoabend veranstaltet, dann sollten wir alle dabei sein und uns einbringen. Zorn hat keinen Sinn, bringt nichts. Ja? Man kann sich hier austoben, aber es wird nichts ändern. Deswegen ist es wichtig, sachlich klar versuchen, hier Lösungsvorschläge zu bringen. Und der Verein ist gefragt, hier auch Lösungsvorschläge zuzulassen. Ja, und sich da auch anzuhören, was brauchen die Fans, aber auch informieren, damit wir eben wissen, woran wir sind. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Nicht dann Tage später in irgendwelchen fremden Medien, in dem Fall was in einem sportclub-nahen Medium, zu lesen, was dann wirklich passiert ist, finde ich schlecht. Ja, ein paar Sätze reinzuschreiben, zu sagen, okay, das ist passiert, es ist irgendwas schiefgegangen oder es hat sich was geändert oder das haben wir vor zu machen, finde ich gut. Ja, auch wenn es dann schief geht, gut, kann passieren, aber die Fans sind da bereiter, es zu akzeptieren, als wenn man gar nichts weiß und irgendwas geht schief. Und das finde ich für die Zukunft eben sehr, sehr wichtig, dass sich da auch der Verein in diese Richtung orientiert. Ja, man muss den Fan nicht hofieren, aber man muss ihn zumindest informieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das sollten wir uns für die Zukunft auch merken. Gleichzeitig sollte aber der Fan hier sich einbringen auf eine sehr kollegiale Art und Weise. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier auch austauschen mit dem Verein, aber auch untereinander hier Fanabende wahrnehmen und auch hier versuchen, wie gesagt, neue Wege zu gehen, hoffentlich gute Wege, hoffentlich erfolgreiche Wege. Apropos erfolgreiche Wege. Die Frühjahrssaison, also da gibt es ja gar keine Kritik. Das war wirklich ganz, ganz toll. 15 Matches, 15 Siege, besser geht's nicht. Ja, teilweise zu Null gespielt, an der zweistelligen Marke gekratzt. Manche Matches waren ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Ich erinnere an Nussdorf, aber egal. Gut gespielt und auch verdient die Meisterschaft gewonnen. Toto Cup, Detto. Wirklich ganz, ganz tolle Matches. War auch eine schöne Aussicht für die Stadtliga, ja, die auch sicherlich nicht einfacher wird, aber hier auch sich sehr, sehr gut geschlagen. Natürlich toll die Matches gewonnen und bis ins Finale im Ernst-Happel-Stadion, die vor
ja, da war es halt dann leider Gottes, die Vorstellung war dann eher nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen die Elektra-Buben, also da sind wir ein bisschen runtergegangen, aber der Support der Vienna-Fans, fantastisch. Ich danke recht herzlich an all diejenigen, die hier wirklich so viel Mühe hineinsetzen und sich so viel Mühe geben, hier ganz, ganz tollen Support zu geben für den Verein und auch wirklich immer wieder diese ganz tollen Choreos. Danke, danke, wirklich. Man sieht die viele Mühe und Arbeit, die dahinter steckt, und bitte weiter so, und wenn ihr Hilfe braucht, dann bitte meldet euch, und ich glaube, der eine oder andere Vienna-Fan kann sich da sicherlich recht produktiv einbringen, und ich würde das natürlich auch sehr, sehr gern dokumentieren. So wie ich das auch mit dem The Vienna Fanbook gemacht habe. Und ich bin ganz stolz drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich ganz, ganz stolz drauf, dass das wirklich ein so, so tolles Buch geworden ist. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Vor allem die Texte, wirklich sehr, sehr berührende Texte, die hier in diesem Buch sind. Und ich finde, ja, es ist ein Zeitdokument. Es gibt nur mehr 8 Exemplare, also wer noch keins hat, haltet euch ran und bestellt es hier über Facebook oder meldet euch, beziehungsweise die, die eins bestellt haben, sichert euch euer Buch. Ja. Wie gesagt, es gibt nicht mehr sehr viele Exemplare, es ist auf 100 limitiert und das ist eine gewisse Exklusivität, die ich aufrechterhalten möchte. An die Kritik, dass ich manche Leute gekränkt haben soll und nicht in das Buch gebracht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Kritik tue ich mir ein bisschen schwer, denn ich habe öfters einen Aufruf gestartet, hier in dieses, sich hier einzubringen, sich bei mir zu melden, sich fotografieren zu lassen. Es sollte so vice versa funktionieren. Ja? Wer nicht im Buch drinnen ist, beziehungsweise der nicht reinkommen wollte, das respektiere ich sehr, weil aus irgendeinem Grund halt nicht dabei sein möchte, kein Problem. Aber wie gesagt, es haben, glaube ich, meiner Ansicht nach alle Leute gewusst, dass wir dieses Buch machen. Es hat ja doch 2 Jahre lang gedauert. Es war wirklich ein schönes Potpourri an unterschiedlichsten Menschen. Vom Bertl als einer der ältesten Fans bis zur Lilly, einer der jüngsten Fans. Und ich finde, es ist wirklich ein schöner Bogen. Es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Es war viel Arbeit und teilweise auch sehr schwierige Arbeit. Manche Menschen sind eine große Aufgabe im Leben, aber das Ergebnis zählt, und ich finde, ja, ich finde es toll, ganz einfach. Und wenn sich wirklich viele Leute finden, die anhand des Buches sehen, dass das wirklich ein ganz tolles Projekt ist, dann könnten wir uns überlegen, vielleicht einen zweiten Band herauszubringen mit komplett neuen Fans, vielleicht auch mit Fangruppen. Hätte ich auch kein Problem, dass man sagt, nicht Einzelpersonen, sondern eine ganze Gruppe mal präsentiert und die sich in diesen, ja, vielleicht The Fanbook 2 präsentieren wollen und auch zeigen, dass wir in der 5. Liga und bald 4. Liga eine starke, eine sehr respektvolle Community sehen und damit auch Leute von außen einladen, für die Zukunft hier ein Fußballleben zu teilen. Ja? Dass Leute, die vielleicht von auswärts kommen, aus den Bundesländern oder ganz egal woher, und trotzdem gerne zu Fußballmatches gehen wollen und hier auch einen Verein suchen, sehr, sehr herzlich einladen, hier mitzumachen bei einer sehr schönen, friedvollen Community, die die Vienna Community ist und die Vienna Family, eine sehr starke und sehr respektvolle und sehr loyale Fangruppe ist und auch diese ganzen Fangruppen in der Vienna Family. Ich finde das einfach toll. Und ich finde das toll, dass ihr alle dabei seid und auch und wir uns gegenseitig auch unterstützen. Und das sollten wir verstärkt tun und uns auch austauschen. Mehr miteinander reden. Und dazu hätten wir auch Gelegenheit. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am 17. Juli oben auf der Hohen Warte. Da ist das Freundschaftsmatch gegen den 1. FC Union Berlin. Am 27. und 28. Juli ab 10 Uhr laden die Vienna Supporters ein zum großen Ausmalen auf die Hohe Warte. Und am 27. Juli
gibt es das Virtus Kleinfeldturnier, ein ganz, ganz tolles Fanturnier vom Roli veranstaltet. Da gibt es tolle Grillerei. Der Michi ist ein ganz toller Grillmeister. Und Spielspaßspannung, es gibt Bier, es gibt Spaß für die ganze Familie und natürlich auch tolle Matches der Wiener Fans zu sehen. Und meine Lieben, ich lade euch sehr, sehr herzlich ein. Kommt am 27. Juli auf die Hohe Warte und wenn es nur auf ein Sprüngerl ist und plaudern wir. Ja, quatschen. Ich bin dort und ich freue mich mit euch zu plaudern und zu philosophieren, wie die Zukunft werden wird bei der Vienna. Und ich höre mir auch gerne eure Meinung an, was ihr von Carmen Vienna haltet. Es soll Carmen Vienna kein One-Man-Show werden. Es soll eine Plattform werden für uns alle. Es soll uns repräsentieren. Es soll zeigen, wie stark wir zusammenhalten, wie stark die Community ist, wie friedvoll und harmonisch, wie eloquent wir sind. Und das ist wichtig, dass wir das auch miteinander kommunizieren. Nur so kann dieser Kanal hier wachsen, indem ihr auch die Videos teilt, beziehungsweise auch die Postings teilt, euch einbringt, eure Meinung unter die Videos schreibt, auch natürlich unter die Postings bei Facebook, eure Meinung bei Twitter und natürlich auch auf Instagram mir weitergebt und auch zeigt, was euch gefällt, was euch vielleicht ein bisschen weniger gefällt, was man ändern könnte und so weiter. Und wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns am 27. Juli auf der Hohen Warte beim Virtus Kleinfeldturnier bzw. beim Ausmalen auf der Hohen Warte von den Supporters sehen. Ich möchte auch ein bisschen dokumentieren, ich möchte hier gerne kleine Videos machen und auch mit euch mich austauschen, ganz einfach. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, hoffe ich, dass wir uns recht zahlreich sehen bei der Vienna und auch so. Und bis dahin, Carmen Vienna!